Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gesehen, dass Julian Bam eine Vollversion zu einem Song von Aus den Bohnen-Dings rausgebracht hat. Und es war zufällig sogar der Song, wo ich meine kleine Szene hatte. Deswegen dachte ich mir, ich habe Bock, mir das reinzuziehen. Ich fand Julia Beautics, glaube ich, wird das ausgesprochen. Ich fand die auch enorm stark und deswegen dachte ich mir, komm, ich zieh mir das Ganze rein. Ganz kurz, hier oben kommt ihr, oder erster Link in der Beschreibung, kommt ihr zu meinem Shop, wo ihr Beats kaufen könnt. Ich habe mir ein neues Konzept überlegt, und zwar, meine Beats sind kostenlos für Non-Profit. Das heißt, wenn ihr kein Geld damit verdient, sind die Beats kostenlos. Das heißt, ihr könnt die benutzen, könnt damit machen, was ihr wollt. Falls ihr dann irgendwie mal einen Song macht, der irgendwie, weiß ich nicht, durch die Decke geht oder sonst was, kann man im Nachhinein noch eine Lizenz kaufen, und die sind jetzt auch nicht so teuer, ne? Deswegen, ich dachte mir, das wäre vielleicht so ein faires Ding, um Künstler noch mal ein bisschen zu supporten, gerade jetzt, wo ich halt enorm viele Beats über habe, was heißt über, aber halt, ne, sehr viel mache, so tatsächlich. Da kommt noch das nächste, und zwar, aber das weiß er selber noch nicht, bald kommt der erste Song, wo Vincent Lee was mitgemacht hat. Und ich glaube, er weiß das noch gar nicht, aber ich freue mich enorm auf den Song. Es ist auch von einem Künstler, wo ihr, glaube ich, niemals mit rechnen würdet. Von daher, aber kleine Überraschung, sage ich mal so, ja. Cool und Fresh heißt das Ganze. Julia Bad X. Nicht mehr Beautics, okay. Julian Bam, jawohl. Dieser Song ist eine Hommage an TJ Beastboy. An Tadl tatsächlich. Habe ich auch lange, lange nicht mehr reingehört irgendwie, ne? Ach ja, Curly, den kenne ich noch. Den kenne ich noch, den Curly. Ja, ja, ja. Okay, sehr schön. Ich bin gespannt. Das war auf jeden Fall so ein... Wie nennt man denn diesen Stil, Alter? Ah, ich habe keine Ahnung. House Rap. Ich habe keinen Plan. Oder UK Garage? Nee, oder? Hier kommt Jay mit der Boombox. Auf Replay, weil der Beat bockt. Wie oft noch? Digga, der Beat ist halt schon geil, ne? Also, ich sehe gerade erst, ist ja ein One Piece-Tattoo hier auf dem Hals. Nice. Der Beat ist geil, Alter. Also, ich finde sowieso, Vince hat gerade was so elektronische Musik, aber auch tatsächlich Filmscoring, also so orchestralische Sachen. Extreme Skills so. Und der Beat ist halt echt nice. Man hat direkt Kopfnicker, ne? Ich habe keine Ahnung, wie man diese Richtung nennt. Basshaus? Nee, Basshaus ist nochmal was anderes, ne? Ach, Bro, keine Ahnung, Mann. Der Boss. Und auch dieses Tattoo hier oben, das hat doch auch Tadl, ne? So wie Leon Mascher im Ring zu Geld. Oh, Leon. Leon hat... Deutsche Tiger anders will. Bisschen null wie FSK bei Kinderfilm. Mein Outfit ist fresher und tausendmal nicer. Brauch keinen Tesla, fick deine Mama. Ah, ich hab gestern in das Making-of geguckt von denen. Es war ja so, dass, glaube ich, Julian, ich habe jetzt nicht alles geguckt, verdammt, aber ich glaube, Julian hat das geschrieben und auch vorgerappt, und Julia ist, ja, hat das dann halt nachgerappt, ne? Also die Spur wurde aufgenommen von Julian und sie hat da drüber aufgenommen. Das ist auch ein ganz, ganz starkes Konzept, was auch Ghostwriting angeht. Also meistens macht man nicht nur einfach einen Text, sondern meistens wird es vorgerappt, damit die Leute wissen auch, wie die Betonungen sein müssen, wo die Pausen zum Beispiel gesetzt werden müssen. Leute, die Texte schreiben, wissen ja meistens wie sie so eine Einatmerpause machen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das hat er hier auch gemacht. Auch, ne, ganz, ganz gängiges Prinzip, auch im Business, ne? Was? Warum hast du ein Messer dabei? Was ist los? Das ist eigentlich so die härteste Zeile überhaupt. Du bist du, aber mehr auch nicht. Das ist halt. Jetzt nerv mich. Ich bin cool und fresh, wie das Weiß auf Google Maps. Yeah. Du bist wack, auch mit der Gold-Uhr und Cash. Bo. Ich bin cool und fresh, wie ein Tiefkühltron-Geschäft. Oh. Full und crack, was ich mache, ist purer Flex. Ach, auch ein Part von ihm, oder was? Ah, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Okay, S.O.S. Schreiben alle Rapper, wenn ich reime, weil sie wissen, die sind wack, ja. S.O.S.
Digga, ohne Scheiß, ne? Schreibt mir mal gerne bitte unten in die Kommentare, wenn ich irgendwie so Mucke nicht aus dem Mainstream verpasst habe, so halt von Content-Creatern, YouTubern etc. Ich vermisse das sehr. Also ich weiß nicht, da ist einfach... Ja, sind wir mal ganz ehrlich, da steckt mehr Liebe drin. Das ist gar kein großes Geheimnis mehr, dass die ganze Mainstream-Mucke eigentlich nur noch gerade copy-paste sehr viel und auch einfach übersättigt ist, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Und ich bin halt nun mal ein Mensch, mich interessiert nur Musik und nicht Beef im Hintergrund, Gossip im Hintergrund oder sonst was. Und da wird es gerade sehr, sehr eng und sehr, sehr dünn die Luft bei mir, weil Musik ist gerade echt, echt schwierig, muss ich sagen, ne? Also wenn ihr da habt, irgendwie Sachen habt oder so, haut die bitte in die Kommentare so, weil ich habe das Gefühl, ich bin gerade in der falschen Ecke YouTube unterwegs, was Mucke angeht. Keine Ahnung. Außer ein paar Newcomer, die sind ganz cool. Ich habe auch das Gefühl, habe ich auch letztes Mal gesagt, da habt ihr mir auch alle recht gegeben, die Qualität ist besser geworden. Woran es liegt, weiß ich nicht. Ich weiß noch, wir hatten ja mit Vincent mal die Roomtour gemacht in dem Haus von denen und da hat er, glaube ich, auch über das Mikrofon und so geredet. Kann sein, dass sie das ausgetauscht haben, weil ich will jetzt definitiv, Vince ist nochmal krasser vom Skill geworden, was Abmischen, Mix Mastering angeht. Tatsächlich muss ich aber sagen, zu der Zeit, wo wir die Songs schon gehört haben, war er eigentlich schon so gut, dass er das auch zu dem Zeitpunkt schon hätte rauskitzeln können. Ne? Das heißt, es war meiner Meinung nach wahrscheinlich irgendwo eine Grenze vom Equipment irgendwie, von der Qualität. Und ich habe das Gefühl, dass die da auf jeden Fall was Neues sich gegönnt haben. Also erstens dieses Aufnahmeding, was wie so eine kleine Booth ist sozusagen, gegen den Hall in dem Raum. Ne? Also das habe ich auf jeden Fall im Video erkannt. Beim Mikrofon weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber ich finde, es klingt auf jeden Fall cleaner. Viel zu tun mit den Babes und Money Sachen. Sie fragt, du ist okay, dich mal anzufassen. Ich hab keine Ahnung, wie man diese Reime nennt, aber ja. was ist mit Bisa? Sie fragt, du ist okay, dich mal anzufassen. Fette Knollen wie Bisa Sam. Ja. Alles mit drin, egal. Okay, ja. Haben die auch, ich habe auch das Gefühl, dass die Quali, videotechnisch auch geiler aussieht, ne? Also ich glaube ganz ehrlich, wenn ich, also in meinem Kopf sehen alle Videos von Julian qualitativ so aus. Ich glaube aber, wenn man mal zurückgeht, gerade bei dem, war das bei Bohnen oder wo man im Intro nochmal die alten Aufnahmen gesehen hat oder so, also schon ein krasser Unterschied, oder? Oder das war nur in dem Video zusammengeschnitten und das war einfach da. Keine Ahnung. Aber kommt mir so vor. Klar, ich mach einen Drive-By-Shoot, während ich auf meinen Dreirad-Cruise. Sau ab mit deinen Try-Hard-Moves. Ich bin hyped, alles was ich mach ist einfach gut. Ich bin cool und fresh, wie das weißt auf Google Maps. Yeah. Du bist wack, der Gott, Uhr und Cash. Yeah. Ich bin cool und fresh, wie ein ich sag euch ganz ehrlich, ne, also ich finde auch diese Entwicklung, was die Musik angeht, ich meine, klar, es war früher schon unterhaltsam und sonst was, ne, aber es hat halt echt schon ein Niveau erreicht, wo ich, also, ne, ich will gar nicht wissen, was für Spotify-Streams der hat. Und ich frag mich auch, wann, sag ich mal, das erste Label auf die zukommt. Oder ist bestimmt schon, oder? Also ganz ehrlich, das ist bestimmt schon passiert. Wüsste ich gerne mal, ne? Ob die da schon mal so ein Angebot bekommen haben oder so, als weiß ich nicht, Verlagsdeal oder irgendwie sowas, ne? Weil ich meine, ganz ehrlich, ne? Ich meine, die machen alles selber und sonst was, ne? Also Labels wären dumm, da nicht irgendwie mitmachen zu wollen, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Ich meine, im Endeffekt hätten die, glaube ich, nur noch Ausgaben für... Ach, nicht mal Marketing, ne? Nicht mal Marketing. Vielleicht ein bisschen Marketing, was irgendwie so Plakate und so ein ganzes Zeug angeht. Aber den Rest machen die ja selber alles, ne? Krass. Was ich mache, ist purer Flex. Ich bin cool und fresh, wie das weiß auf Google Maps. Du bist wack, auch mit der Golduhr und Cash. Ich bin cool und fresh. Du bist wack mit der Golduhr und Cash. Ja, ganz, ganz klarer Montedis, ne? Also ich finde, da sollte man gar nicht groß interpretieren. Da ist, glaube ich, im Hintergrund sehr, sehr viel Stress. Wie ein Tiefkühltruhengeschäft, ja. Cool und crack, was ich mache, ist purer
Yeah. Huh. Nice. Sehr witzig. Ich habe gesehen, er hatte auch eine Reaction mit Tilo zusammen gemacht, tatsächlich. Cool, cool, cool. Sehr viel Spaß gemacht. As usual, würde ich sagen, ne? Achso, noch ganz kurz, genau. Eine Sache ist da noch vorgefallen. Und zwar, irgendwelche Detektive im Internet. Das ist so witzig eigentlich, ne? Irgendwelche Detektive haben bei der Bohnen-Reaction geschrieben, so von wegen, yo, voll die Fake-Reaction und so weiter. Und ich habe mir nur gedacht, so, warum? Also, wie kommt man jetzt da drauf? Und wisst ihr, was der Zusammenhang war? Dass ich einfach erst das Video kommentiert habe und am nächsten Tag die Reaction aufgenommen habe, weil man konnte ja das Datum unten sehen, und dass die davon ausgehen, dass ich das vorher schon gesehen habe. Aber das macht doch gar keinen Sinn, Alter. Merkt man nicht einfach im Video schon, dass das einfach das erste Mal ist? Leute, hört auf, immer irgendwo was Negatives zu suchen, wo einfach nichts ist, okay? Man muss nicht irgendwas an den Haaren herbeiziehen. Ich wünsche euch was. Peace!